Hallo und herzlich willkommen hier bei unseren Let's Play Banished. Jupp, ich spiele wieder dieses hübsche Spielchen, hab ein wenig Pause gemacht. So, und ich muss erstmal wieder mir bewusst machen, wo waren wir jetzt eigentlich? Wobei waren wir? Wir haben immer noch nichts über den Händler bekommen und habe ich gerade irgendein Bauprojekt? Ich brauche 4 Bilder, das heißt, irgendwo habe ich bestimmt ein Bauprojekt. Ah, da, eine Town Hall. Genau. Dafür brauche ich Stein und Eisen. Ah, jetzt habe ich meinen oberen Bildschirm an, deswegen kann ich nicht mit der Maus nach oben gehen, um hier zu wechseln, weil dann gehe ich einfach nur in den oberen Bildschirm. Das wäre doof. Dann bräuchte ich ja auch noch ein wenig Eisen, um das hier unten fertigzustellen. So, derzeit haben wir Sommer und die Ernten schon. Das ist soweit ja ganz schön. Ich glaube, ich kann die Zeit wieder ein wenig anziehen. So für den Start wollte ich die Zeit wieder ein bisschen langsamer laufen lassen, aber ich glaube, ich komme schon wieder rein. So. Nee, nicht alles. Ups, da war das Fenster im Weg. So. Könnt ihr mal eben alles wegholen. So bei Gelegenheit. So. Da können wir auch die ersten Farmer gleich mal als irgendwas anderes arbeiten lassen. Was bräuchten wir? Wir bräuchten Unmengen an Stein. Stonecutter, los, rein mit euch in die Mine. Ne, mit dir wollte ich jetzt nicht reden. 83%. Okay. Da sind auch fleißig am Arbeiten. Und ich hoffe, dass so langsam mal wieder mein Händler kommt. Also, von wegen mal wieder, dass endlich mal einer kommt, weil ich möchte mal irgendwelche Tiere auf diese Herde hier lassen. Das wäre mir schon sehr lieb, denn ich möchte für Vielfalt bei der Nahrung sorgen. So. Das will keiner wegräumen. Ich kann mal wieder ein bisschen mehr hier die Feldwechselwirtschaft anregen. Hallo? Will jemand, dass sie wegräumen? Leute? Leute? Ah, sehr schön. Kann mal jemand dieses nervige Wetter wegmachen? Das wäre auch schön. So, hier sollten die auch gleich fertig sein. Ah ja, hier kann ich schon sagen, wieder aufzuarbeiten. Geht mal lieber in die Mine statt aufs Feld. Das ist doch viel schöner dort. Ernten die auch schon? Jo, hier ernten sie auch schon. Das ist sehr lobenswert. Ah, ich muss gerade an meine andere Stadt denken, wo ich bereits so viele Einwohner habe, dass ich es mir leisten kann, die den ganzen Tag, das ganze Jahr über auf den Feldern arbeiten zu lassen, sie gar nicht jedes Jahr irgendwie die umschalten muss, dafür, dass ich erstmal ein wenig weiterkomme. Da können die im Sommer über irgendwas anderes machen. Woanders mithelfen. Also, ich meine, im Winter über. Ich rede gerade auch nur Blödsinn. Oh! Ja, wer kommt denn da? Ja, ist es, ich kann ihn nicht anklicken. Keine Ahnung, ich würde aber gerne mal wissen, wie der heißt. Der Händler, damit ich ihn danach ausbuhen kann, wenn er uns nicht das bringt. Einmal schön durch den Steg gedonnert, natürlich, wie denn auch sonst. Okay, das war vorher einmal schön durch den Strand durchgedonnert, aber okay. Cherry Seeds. So, jetzt muss ich nur noch hier ungefähr auf denselben Preis kommen. Scheiße, das ist zu teuer. Fuck. Okay, habe ich gerade mal eben einen Trader da? Ich bräuchte mal eben ein paar Trader. Damit die das mal eben dorthin bringen können. Farmer braucht, glaube ich, eh nicht mehr.
Trader, Trader. Ach gut, obwohl doch, hier bräuchte ich sogar noch welche. So, die bringen jetzt ordentlich was hin, damit ich handeln kann. Könnte. Okay, Eisen bringt nicht gerade den erhofften Wert ein, den ich gerne hätte. Scheiße. So ein Schwan. Okay, jetzt mache ich mal eben einen Zeitstopp. Aus mehreren Gründen. Also zuerst. Das kann ich mir tatsächlich nicht leisten, was der mir hier anbietet. So. Woodcutter stelle ich mal doch wieder ein. Und hier sollte ich das Inventar erweitern. Wir haben doch bestimmt irgendwas in Massen. Holz haben wir doch bestimmt. Jupp. Naja, okay, so ungefähr. Ich könnte ja zumindest das alles hier schon mal bestellen. Für den Fall, dass selbst wenn ich mit denen nicht handeln kann. Ach, das regt mich gerade richtig auf. Da ich es hier ein wenig zu verplant habe. Genug anzubieten. Ach, jetzt bringt bitte ein paar Loks her. Bringt ein paar Loks her, bitte. Ja. Gott sei Dank. Ah. So. Und nein, die müssen nicht immer 20 Loks hier haben. Und die müssen nicht immer so viel haben. Ein bisschen wäre, glaube ich, sogar recht gut. Gott sei Dank. Okay, dann könnte ich denen hier auch sagen, dass die aufhören können zu arbeiten. Und das Auto speichert gerade. Eigentlich recht löblich vom Spiel, das Auto speichern. Irgendwann regt es einen auf, dass man alles verloren hat. So. Forester Level 2, es reicht erstmal aus, glaube ich. Obwohl, ich mach die mal eben zum Forester. Warum denn nicht? So, und da wir jetzt Kirschen zusammen haben. Ich mache eben hier eine neue Plantage hin. Könnt ihr auch woanders hin? Ich baue die da hin. Early Winter. Das heißt, der Winter dauert noch lange. Ich hätte es gerne, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir nicht im Winter irgendwie erst die umändern müssen, dass die anfangen können hier zu arbeiten, sondern dass sie quasi das ganze Jahr über in der Lage sind, hier ran zu arbeiten. Iron haben sie schon genug, das ist sehr schön. Stone brauchen sie nur noch. Oh, da ist er verstorben. Das ist natürlich nicht sehr schön. Wer ist denn gestorben? Broderick für Blacksmith. Ah, okay. Schade. Ah, okay, da stirbt ja gleich die nächste. Schade.
Ah, okay. Aber wir haben sogar gleich noch einen neuen Labrador dazu bekommen. So ist das der Kreislauf des Lebens. Und wir haben kein Feuerholz. Warum arbeitet er nicht? Ah. Okay. Ich verlange nicht von euch, dass ihr Logs hinbringt, und ich verlange erstmal nicht von euch, dass ihr Firewood hinbringt. Ich mache eben kurz die Zahl hier auf 0. So, ganz einfach, weil wenn die jetzt immer hier die ganzen Sachen dorthin bringen, wir haben noch 3 Trader, die könnte ich gleich mal wieder zu Stonecutter oder so ähnliches machen. Ähnlichen machen. Ja, der auch noch. Ist das hier? Also, okay, da haben wir noch genug zu arbeiten. Hier sind sie auch noch nicht fertig. Ich könnte hier die auch noch mal dazu anheizen, hier noch ein paar ein wenig Gestein zu sammeln, was hier überall so rumliegt. So. Da und da. Und wir haben wieder einen neuen Labrador. Das freut mich sehr. Nee, so. So viel Zukunftsplanung. Baue ich hier schon mal so. Ich provisorisch hier schon mal was hin. Brech den Bau davon aber auch sofort ab. Habe ich nicht auch noch was hingesetzt? So? Da passt gar kein Haus hin. Ah. Ich dachte, ich hätte da ein Haus hingesetzt. Ah, da passt das Haus gar nicht hin aufgrund der des Schneiders. Ich hab dir schon gesagt, dass sie Stone collecten sollen, machen sie aber nicht. Ich frage mich, ob die schneller arbeiten würden, wenn man auch in diesem Spiel einen Galgen bauen könnte. Ach nein, das werde ich natürlich niemals tun. Obwohl, lustig wäre es schon. So, hier holt immer noch keiner das Zeug ab. Obwohl, nee, die sollten sich wirklich erstmal hierauf konzentrieren. Haben die eigentlich immer noch Probleme mit Kälte? Nee, haben sie nicht. Wie viel Stored Firewood haben sie? Noch recht wenig, deswegen lasse ich es erstmal dabei. So. Nee, nicht dort. Work. 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 Und work. Workt mal schön. Es ist ja schon Late Winter. Ich werde euch gleich ein paar Arbeitskräfte zuteilen. Und noch ein paar Farmer. Und wir brauchen gleich wieder 2 weitere Farmer. Na super. Brauchen wir jetzt einen Trader? Allgemein eigentlich schon. Bräuchte man eigentlich durchgängig. Wir könnten ja mal einen Woodcutter, nein, einen Hunter rausnehmen und einen Fisherman und dafür wieder 2 weitere Farmer einstellen. So. Und ich hoffe, dass unsere Bevölkerung demnächst mal hoch genug wird, dass wir mal durchgängig die hier arbeiten lassen können. Das würde mich sehr freuen.
Vielleicht schaffen wir das ja demnächst. Vielleicht ja schon in der nächsten Folge. Nein, das ist totaler Blödsinn. Aber apropos nächste Folge. Diese Folge ist hiermit beendet und wir sehen uns dann wieder. Tschüss.